Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Morchel-FAQs. Ich habe es euch ja versprochen, wenn in der Zwischenzeit seit dem letzten Morchel-FAQ wieder viele Fragen zusammenkommen, die sich meinetwegen auch doppeln, ja, damit ich die nicht alle einzeln beantworten muss, machen wir einen zweiten Teil vom Morchel-FAQ. Deswegen geht es heute wieder darum, wie es jetzt mit den Morcheln generell jetzt aus, ist noch mit Funden zu rechnen, ja, und wie es jetzt mit meinen Antworten auf eure Fragen aus. Starten wir gleich in die ersten Punkte. Wie sieht's denn aus? Ist denn jetzt noch mit wirklich schönen, großen, ergiebigen Morchelfunden zu rechnen? Ist wirklich schwer zu sagen. Das Wetter dieses Jahr war irgendwie komisch, in Anführungszeichen falsch rum. Normalerweise ist man es ja aus den letzten Jahren gewohnt, erste Aprilhälfte eher kühl, eher nass und so in Richtung zweite Aprilhälfte, Mai, wird es dann schön warm, schön mild. Ja, und das ist normalerweise dann die Zeit, wo die Morcheln so richtig anschieben, Gas geben, wo die schönsten Funde möglich sind. Dieses Jahr war es umgekehrt, vor allem der März und die erste Aprilhälfte extrem mild, fast schon sommerlich warm, eigentlich auch zu trocken. Ja, und jetzt ist es eisekalt, teilweise Nachtfröste und ja, auch eine Spur vielleicht schon wieder zu nass. Und diese Kombination aus erst zu trockener, zu warmer, zu milder Witterung und jetzt zu kalter, teilweise mit Frostnächten bestückter Witterung und auch noch viel Regen, sorgt dafür, dass die stehenden Fruchtkörper schnell vergehen und prinzipiell auch eher nicht mehr so viel nachkommen wird. Dementsprechend würde ich eher sagen, Morchelsaison, ja, das Finale oder den Zenit hat die Morchelsaison definitiv überschritten. Es werden noch vereinzelt schöne Funde möglich sein, aber so, dass man jetzt sagt, jetzt kommt nochmal der richtige Morchel- und Werpelhammer, ich kann es mir nicht vorstellen. An welchen Merkmalen kann ich denn zu alte Speisemorcheln erkennen? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die man prüfen kann. Los geht's erstmal schon mit dem Zustand des Fruchtkörpers am Fundort. Wenn er schon liegt, kein gutes Zeichen. Bei gerade schief gewachsenen Fruchtkörpern, die irgendwie so ja, mit einer Seite so knapp über dem Boden hängen, unbedingt, wenn er den Fruchtkörper erntet, die auf dem Boden befindliche oder über dem knapp über dem Boden befindliche Seite ganz, ganz intensiv auf Schimmelschäden prüfen. Also auf Verfärbungen, auf diesen typischen Schimmelflaum. Ja, wenn sich irgendwas in diese Richtung auch nur ansatzweise zeigt, würde ich die Morchel nicht in den Speisepilzkorb packen. Weiter geht es dann natürlich mit den typischen Trocken- und Frostschäden. Wie sieht sowas aus? Typischerweise haben die Morcheln dann an der Spitze dunkelbraune, bräunliche, vielleicht sogar schwarze Verfärbungen. Auch solche Morcheln würde ich nicht für Speisezwecke sammeln. Generell natürlich nicht nur bei schiefgewachsenen Morcheln die typischen Schimmelschäden, also ja, irgendwelche schwarzen, grünen, flaumig-weißen Verfärbungen irgendwo in den Waben drin, gerade jetzt. Bei dieser Witterung würde ich da explizit immer ganz, ganz genau hinschauen, ob sich irgendwie sowas zeigt und die Morchel dann nicht sammeln. Ein weiterer ganz, ganz krasser Faktor ist das, ich nenne es jetzt mal, Zerbröseln der Morcheln. Wenn eine Morchel schon an irgendwelcher Stelle zerbröselte Waben hat oder man streicht mit dem Finger ganz, ganz leicht drüber und die Morchel zerbröselt, bitte auf keinen Fall mehr für Speisezwecke sammeln. Die Morchel ist definitiv durch und wahrscheinlich auch mit Madengängen durchzogen. Letzter Punkt, den ich auch immer ganz gerne prüfe, ist der Geruch. Gerade in so zweifelhaften Fällen, wo die Morchel eigentlich gut aussieht, aber relativ groß und alt wirkt, würde ich unbedingt an verschiedenen Stellen den Geruch prüfen. Riecht es angenehm nach Morchel, also dieses ganz, ganz tolle, intensive Morchelaroma, sollte alles gut sein. Sobald sich da irgendwas Muffiges, Dumpfes, vielleicht sogar Fischiges mit reinmischt beim Geruch, würde ich die Morcheln, auch wenn sie sonst gut aussehen, nicht mehr für Speisezwecke sammeln. Warum ist das nochmal wichtig? Wenn die Morcheln ihren Zenit überschritten haben und langsam am Vergehen sind, ja, dann entstehen bei der Eiweißzersetzung Toxine und die Toxine können dann zu einer sehr, sehr unangenehmen Lebensmittelvergiftung führen. Und dementsprechend unbedingt Finger weg von zu alten Morcheln bzw. von zu alten und beschädigten Speisepilzen generell. Während es hier jetzt leider zu regnen beginnt, können wir mal auf eine Frage eingehen, die schon mit am häufigsten gekommen ist die letzten Wochen, und zwar: Wie sieht's aus, wenn ich an der Stelle Morcheln gefunden und geerntet habe, kann ich da dieses Jahr nochmal hinschauen? Wachsen die Morcheln dann ja wöchentlich, zweiwöchentlich oder in irgendeinem bestimmten Rhythmus nach? So genau kann man es gar nicht beantworten, aber in der Regel ist es schon so, wenn du an der Stelle relativ früh in der Saison
eine Speisemorchel oder mehrere Speisemorcheln gefunden hast, dann lohnt sich das ganz, ganz oft, ein, zwei oder vielleicht sogar auch mal 3 Wochen später nochmal vorbeizuschauen. Denn Morcheln wachsen nicht so, dass man sagt, da wachsen jetzt 10 und dann gar nichts mehr, sondern ganz oft fängt es so ein bisschen tröpfelig an, 2, 3 Morcheln um eine Esche rum, 1, 2 Wochen später sind es dann 10, 15, 20 Stück und am Schluss 3, 4 Wochen später kommen vielleicht auch nochmal 2, 3 Stück nach. Es kann sich also definitiv lohnen, verschiedene Speisemorchel-Spots oder Hotspots mehrmals im Jahr anzulaufen. Gerade wenn es in Richtung März geht, dann schaut man ja im Auwald so ein bisschen rum, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sich vielleicht bald Morcheln und Werpeln zeigen können. Findet man Lungenkraut, das blüht? Findet man Schlüsselblume, die blüht? Blüht der Seidelbast? Ist die Schuppenwurz da? Ist die Pestwurz da? Und so weiter und so weiter. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Die Frage kam auch ein, zweimal. Gibt es in der Natur irgendwelche Anzeichen dafür, dass sich die Morchelsaison aufs Finale zubewegt oder das Finale vielleicht sogar schon da ist? Ja, die gibt es definitiv. Und zwar Maiglöckchen und Bärlauchblüte. Wenn die beiden blühen, wird es langsam aber sicher eng. Wenn Esche und Eiche austreiben, also langsam grün werden, ist es auch so ein Zeichen, dass es aufs Ende der Morchelsaison zugeht. Und natürlich das Erscheinen der Frühsommerpilze in Form von Flockenhexe, Goldröhrling, Birkenrotkappe und so weiter und so weiter. Wenn die schon kommen, dann wird es mit den Morcheln mindestens nicht mehr lange gehen oder vielleicht sogar schon vorbei sein. Wie sieht es denn mit dem Geruch der böhmischen Werpel aus? Auch so eine Frage. Da kam in den Kommentaren zum Beispiel der Vergleich mit der grausen Glucke. Und wenn ich jetzt so, ja, ich habe die grause Glucke schon irgendwo im Kopf, aber natürlich jetzt seit letzten Herbst nicht mehr dran gerochen. Ich würde sagen, es gibt Parallelen, aber die böhmische Werpel hat so einen ganz, ganz, ich nenne es jetzt mal komischen, eigenen, ganz, ganz intensiven Geruch. Da müsst ihr, wenn ihr eine böhmische Werpel, die frisch ist, findet, unbedingt mal intensiv dran riechen. Ja, kann vielleicht sogar so ein bisschen süchtig machen. Ganz, ganz intensiver Morchel-Werpelgeruch. Nicht so wie die Speisemorchel, nicht so wie die Spitzmorchel. Auch nicht so wie der Morchelbecherling, der ja intensiv nach Chlor riecht, aber dann doch irgendwo auch angenehm nach Chlor riecht. Es ist ein ganz, ganz eigener Geruch, muss jeder für sich selbst entscheiden und das Geruchs- und Geschmacksempfinden ist natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, boah, das riecht aber dann doch eher unangenehm. Es gibt ganz viele Leute, die auch sagen, nee, Morcheln, Werpeln schmecken mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, die haben mit den aromatischsten, besten Geschmack, aber Geschmäcker und auch das Geruchsempfinden und die Geruchsprägung sind ganz, ganz verschieden und dementsprechend fällt auch die Beurteilung von so einem Geruch ganz, ganz unterschiedlich aus. Thema Morchella-Syndrom. Ja, es ist und bleibt kompliziert. Was meine ich? Beim letzten FAQ-Video habe ich es ja angesprochen. Jedes Jahr mache ich meine Morchel-Vorschau-Videos zur Spitzmorchel, zur Speisemorchel, zur Käppchenmorchel, berichte dann über das Morchella-Syndrom. Man muss es einfach irgendwo, irgendwie erwähnen und nie hat sich jemand gemeldet und gesagt, hier bin ich, ich habe das Morchella-Syndrom, ich kann keine Morcheln sammeln bzw. ich vertrage sie einfach nicht. Deswegen habe ich explizit nochmal in dem FAQ-Video darum gebeten, falls jemand betroffen ist, schreibt es in die Kommentare und tatsächlich haben sich welche gemeldet. Aber nicht so, dass man jetzt sagt, ganz klar, Morchella-Syndrom, hier bin ich, sondern es ging irgendwie so ein bisschen hin und her. Der eine hat gesagt, ja, ich glaube, ich bin davon betroffen, ist aber nicht so schlimm. Der nächste hat geschrieben, ich hatte das ein einziges Mal und das, obwohl ich explizit darauf geschaut habe, nur die schönsten und besten und unversehrtesten Morcheln zu sammeln, habe auf eine ausreichende Garzeit geachtet. Ja, und nach dem Essen ging es direkt los. Ich habe mich schwummrig gefühlt, als hätte ich 3, 4, 5 Bierchen getrunken. Und es hat dann auch so für 2, 3 Stunden angehalten, dann war es weg. Aber beim nächsten Mal hatte ich das dann komischerweise nicht. Und dementsprechend, ja, also ich bin im Prinzip nicht schlauer wie vorher. Es haben sich zwar welche gemeldet, die sagen, sie glauben, sie sind davon betroffen. Aber die Frage ist dann natürlich auch irgendwo, ja, ist es vielleicht der berühmte Nocebo-Effekt? Das heißt, ich esse schon die Morchel mit dem Gedanken, ah, wird mir jetzt schwummrig und dann wird mir natürlich auch schwummrig, wenn ich nach diesem Gefühl irgendwo so ein bisschen suche. Im Endeffekt kann man aber festhalten, Morchella-Syndrom wird es wahrscheinlich in irgendeiner Form geben. Es wird auch bei uns in Deutschland einige Personen geben, die davon betroffen sind, aber die Auswirkungen sind gering. Ja, dann fühlt man sich halt mal 2, 3, 4 Stunden so, als hätte man 2, 3, 4, 5 Bierchen getrunken, ist vielleicht nicht angenehm. Aber zumindest Folgeschäden oder gar irgendwo Todesfälle oder irgendwas in die Richtung sind da überhaupt nicht zu erwarten. Da braucht man sich also keinerlei Sorgen machen. Eine Frage, die ich auch noch beantworten möchte, ist, wird mir das Morcheln, Suchen, Finden und teilweise auch Sammeln nicht irgendwann langweilig?
Warum jedes Wochenende? Warum zwei, dreimal am Wochenende vielleicht sogar? Ist es nicht eintönig, immer nur dasselbe zu sehen, zu finden und zu sammeln? Da muss ich sagen, ganz klares Nein, denn ich gehe ja nicht hier in den Wald immer nur, um zu schauen, ah, da ist eine Esche, jetzt muss ich mir die Speisemorcheln irgendwo schnappen, sondern ich mache einen schönen Spaziergang, schaue dann explizit auch zum Beispiel auf Totholz, klappt es mit irgendwelchen Erstfunden, die mir noch fehlen, irgendwelche Porlinge, klappt es vielleicht mit Lorchelfunden, die mir irgendwo noch fehlen im Pilzbuch, und so ist es irgendwie, ja, für mich so ein Mischmasch aus, ja, ich gehe schon auf Morchelsuche, auf Morcheljagd, schaue schon auch, dass ich mir hier und da mal 3, 4, 5, 6 schöne Fruchtkörper von den Speisemorcheln ins Körbchen packe. Aber im Prinzip ist 70-80% von so einer Waldrunde eine Entdeckungsreise, wo ich sage, finde ich vielleicht irgendwie eine interessante neue Art, die mir noch fehlt, die ich dann in meinem Pilzbuch mit aufnehmen kann. Ja, und dementsprechend langweilig wird es draußen nie. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren, geht es mal für 2, 3 Monate, jedes Wochenende 2, 3 Mal für ein paar Stunden in den Wald. Keine Waldrunde ist wie die nächste und es wird sicherlich nie langweilig, das kann ich euch versprechen. Und wenn es bloß abwechslungsreiche Tierbegegnungen oder irgendwelche spannenden Erstfunde sind, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Eine Frage, die nicht mal was mit den Morcheln selbst zu tun hat, sondern mit meinem Outfit beim letzten Morchel-FAQ. Wo gibt es diesen wunderschönen Pilzpulli zu kaufen? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, Pilzpulli war ein Geschenk von meiner Frau, aber ich werde Rücksprache halten, ob sie den Link noch irgendwo findet. Wenn sie den Link findet, ja, dann werde ich diesen Abschnitt vom FAQ mit ins Video packen und euch den Link zum Shop unten in die Beschreibung packen. Wichtig an der Stelle, ist keine Werbung, ich habe keine Partnerschaft mit dem Shop, ist kein Affiliate-Link, also ich verdiene da null dran. Nur die Frage kam eben, wo gibt es diesen schönen Pilzpulli zu kaufen? Ja, und werde sich den dann kaufen möchte, der kann über den Shop dann letztendlich zuschlagen. Abschließend vielleicht noch so ein kleiner Ausblick. Wie geht's weiter? Was erhoffe ich mir von den nächsten Wochen? Was glaube ich wird passieren? Kann man überhaupt nicht sagen. Ich bin komplett unschlüssig. Das Jahr ist so komisch, aber auch so spannend. Man muss es so zusammenfassen. Es ist alles irgendwie verdreht. Der Winter, der normal bei uns im Januar kommt, war bei uns Anfang Dezember da mit einem halben Meter Schnee. Dann Februar viel zu mild, März viel zu mild, Anfang April viel zu mild, jetzt viel zu kalt. Ja, teilweise mit Nachtfrösten. Ich habe die Tomaten schon im Gewächshaus und die Gurke schon im Gewächshaus seit Ende März. War ja nicht abzusehen, dass es da nochmal so kalt wird dann Ende April. Dementsprechend, ja, ist alles irgendwie anders als in anderen Jahren, ganz anders dann auch als erwartet, denn ich habe eigentlich schon eher gedacht, okay, so ein kleiner Knick wird schon nochmal kommen, aber dass es so kalt wird, ist ja wirklich eises kalt. Dementsprechend, was wird die Pilzwelt machen? Wirkt der Frost jetzt auch das Wachstum bei Mairitterling und Flockenhexe ab? Wie stark wird der Frost? Wird es am Montag minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 Grad? Oder bleibt es bei minus 1 und minus 2 Grad und es geht gar nicht in die Wälder rein? Wann wird es wieder richtig warm? Das sind alles so Faktoren, die kann man jetzt überhaupt nicht abschätzen. Wenn es jetzt wirklich nur ein paar Tage kalt ist, der Frost gar nicht in den Wald reinkommt, es Anfang Mai dann gleich wieder richtig heiß wird, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man mit Sommersteinpilzen und Pfifferlingen ab Mitte Mai, Mitte Ende Mai vielleicht schon rechnen kann und wir nicht bis Anfang Juni, Mitte Juni auf Steinpilze letztendlich warten müssen. Wenn es aber weiter gekippt bleibt, eiseskalt bis Mitte Mai, teilweise mit Nachtfrösten, dann wird es auch mit den anderen Arten, die dann typischerweise im Frühsommer kommen, noch ganz lange dauern. Also eine ganz spannende Zeit. Man weiß überhaupt nicht, was passiert, weder beim Wetter noch bei den Pilzen. Ja, und dementsprechend heißt es, abwarten und genießen, durch die Wälder stromern, schauen, was sich zeigt. Vielleicht lassen sich ganz komische, seltene Arten blicken, die man in anderen Jahren eigentlich überhaupt nicht findet oder zumindest nicht zu der Zeit, die wir jetzt haben. Kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht jetzt nochmal zu einem Wachstumsschub von Sanftfußrüblingen oder irgendwas in die Richtung kommt, was sonst eigentlich zu dieser Jahreszeit eher unüblich ist. Und so ist es eben, man muss es eh nehmen, wie es kommt und dann kann man es, denke ich, auch einfach genießen. Jetzt hoffen wir mal, dass die Tomaten, ja, mit einer Kerze im Gewächshaus den Frost überleben. Und dass es eben nicht so kalt wird, dass auch irgendwo, ja, in den Wäldern dieser Frost so richtig ankommt und sämtliches Pilzwachstum jetzt dann einfach abgewürgt ist. Das soll es fürs heutige FAQ dann auch schon gewesen sein. Ein paar Fragen haben wir wieder beantwortet. Ich hoffe mal, ihr konntet jetzt die ein oder andere interessante Information für euch mitnehmen. Mich würde natürlich interessieren, wenn ihr irgendwelche Punkte aus dem Video komplett anders seht als ich, gerne ab in die Kommentare. Und das Gleiche gilt natürlich auch für neue Fragen oder Fragen, die wir heute nicht beantwortet haben. Ansonsten freue ich mich trotz allem, auch wenn das Wetter nicht ganz so toll ist, auf die nächsten Wochen. Ewig kann dieses eiskalte, fast schon Winterwetter nicht weitergehen.
Ja, und spätestens, wenn es dann wieder mal so einen Tag hat mit 18, 19, 20, 21, 22 Grad und man so ein bisschen durch den Wald stromert, alles erblüht. Ja, ich freue mich einfach drauf, wenn es dann wieder schön mild ist und die Waldrunde auch witterungstechnisch wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Habt alle eine tolle Zeit, genießt vielleicht die letzten Tage mit Morchel, Werpel und Lorchel und dann geht es auch bestimmt schon bald bei den Frühsommerpilzen so richtig los. Macht es gut und bis bald.